Moin Moviecheck, wir sind die Fünf Fressen, Peter und Manu. Und Halloween steht vor der Tür. Das bedeutet, wir sprechen über Horror. Horrorfilme. Ich habe Angst. Und die Bedeutung von Horrorfilmen für uns, denn uns verbindet der Horror. Uns gäbe es nicht ohne Horror. Also als Menschen vielleicht schon, aber die Filmfressen gäbe es nicht ohne Horrorfilme. Denn die Freundschaft zwischen uns würde wahrscheinlich gar nicht bestehen, wenn es Horrorfilme nicht geben würde. Wenn Jakob den Geburtstag nicht gefeiert hätte und ich bemerkt habe, was du für ein Psycho bist. In der Tat, ja. Ein gemeinsamer Freund damals, wir waren so 15, 16, hat Geburtstag gefeiert. Wir kannten, also wir wussten voneinander, weil wir auf der gleichen Schule waren, aber wir hatten nicht viel miteinander zu tun. Wir haben uns gesehen und sind uns aus dem Weg gegangen. Genau. Also ich zumindest, als ich dich gesehen habe. Zu Recht. Ne? Sonst gibt es nämlich eine Respektschelle. Ja, ich habe es bis heute bereut, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Vollkommen nüchtern natürlich habe ich mir eine Clowns-Perücke aufgezogen, die da rumlag. Und dann ein Pennywise. Ja, und dann so ein Messer in die Hand genommen, so ein Küchenmesser. Ich sag doch, Psycho. Ja. Und habe da eine Dame, die zu Besuch war, in Angst und Schrecken versetzt damit. Mhm. Die fand das sehr, sehr gruselig und hat mich gebeten, aufzuhören, was natürlich dazu geführt hat, dass ich das super lustig fand. Ich dachte, sie hätte sich gebeten, die Maske abzuziehen und dann war es komplett vorbei. Ja, genau. Und die Sache ist, dass du dann gesagt hast, ein Küchenmesser ist ja wie bei Michael Myers von Halloween. Und ich so, was? Der kennt Michael Meyer? Der Typ da hier im Hemd und Anzug und so. Aktenkoffer nicht vergessen. Aktenkoffer, sieht aus wie so ein Versicherungsvertreter. Der kennt hier Horrorfilme oder was? Mhm. Und dann haben wir direkt hier, ja, Freddy Krueger, Leatherface, Hellraiser, Pinhead, bla bla bla. Und haben dann über Horrorfilme philosophiert sozusagen, uns ausgetauscht. Mhm. Und dann auch kurz danach geheiratet. Richtig. Ein paar Dates, in denen wir dann Videoabende gemacht haben und uns Horrorfilme reingezogen. Ne? Hier schön Freitag der 13., die Filme, die man damals nicht gucken durfte. Heute immer noch nicht gucken sollte. Und die haben uns halt besorgt auf verschiedenen Börsen, sind durch die Republik und ins Ausland gefahren und haben uns halt Filme besorgt. Ja, wir haben es uns gegenseitig meistens besorgt. wir haben es uns zusammen und gegenseitig besorgt. Hm? Weil auch mit diesem Fantum des Horrorfilms oder des ganzen Horrorkosmos auch die Sammelleidenschaft einherging. Oh ja. Oder einhergeht immer noch. Ich bereue, dass ich die Freitag der 13. Tapes verkauft habe. Also die alten VHS-Verleih-Tapes. Oh ja. Die waren schick. Ich habe noch ein, zwei, aber das sind halt nicht die, die ich damals gekauft habe. Ja, da hatte ich auch welche. Und also ja klar, ich meine jetzt von da bis hier, ne, ist natürlich auch viel Zeit vergangen. Bei mir hat es generell mit Horror angefangen, so mit Poltergeist, A Nightmare on Elm Street, das fand ich sehr faszinierend. Mhm. So übernatürliches, dunkel, düster, einfach so Filme, die Angst machen. Und dann später haben mich auch so die Special Effects einfach abgeholt. Und dann fand ich es halt sehr interessant, auf welche Arten und Weisen man Menschen töten kann, also fiktiv in einem Wort und natürlich nur im Film. Natürlich. Ja, und da waren vor allem handgemachte Effekte dann das, wofür ich mich begeistern konnte. Ja, ja bei mir war es ganz anders. Okay, wie denn? Arthouse. Oh, der feine Herr. Hitchcock. Ja, ich war ja hier, Anzug. Hitchcock ist aber auch sehr genrelastig, ne? Okay, dann Kubrick. Ist auch nicht so richtig Arthouse. Das sind schon die Künstler unter denjenigen, die sich mal am Horror versucht haben. Mhm. Hier so Sachen wie Psycho, The Shining, aber dann auch so Richard Donners, Das Omen, die haben mich schon, oder hier Friedkins Exorzist, das waren so schon die, mit denen ich tatsächlich groß geworden bin. Das waren so die ersten, die ich geschaut habe, wobei Das Omen sogar relativ früh war, ich meine sogar der erste vielleicht. Aber damit bin ich aufgewachsen, damit habe ich den Horror lieben gelernt. Dann kam schnell der Slasher hinzu, Halloween, ganz groß, Carpenter. Das war ja auch quasi sozusagen unsere gemeinsame Schnittmenge von Anfang an. Und dann bin ich halt auch mit allen konfrontiert worden, die eine Maske getragen haben oder ein zerfetztes Gesicht oder sonst was in der Richtung. Und dann war halt eine große Liebe geboren, die bis heute halt auch keinen Abklang gefunden hat. Ja, so ist das. Also Filmfressen ist jetzt kein Horrorfilmkanal, genau. Aber Horrorfilme spielen bei uns schon
das ganze Jahr über eine große Rolle. Das und sind besonders Filme, im Oktober halt, ne? Dann sowieso, da freuen wir uns sehr drauf, da gibt es dann immer Specials. Aber es ist so, dass wir einfach das ganze Jahr über immer Horrorfilme besprechen. Ja, und auch immer gucken. Die halt einen ganz besonderen Platz in unserem Herzen haben, ne? Generell Genrefilme. Aber wenn es dann, also Horror, auch alles Mögliche, ne? Es ist Slasher, hast du gesagt, Jolly, gehören natürlich zwangsläufig dazu, aber auch so, ob es übernatürliche Sachen sind. Mhm. Für mich war dann später, also mit später meine ich so mit 16 oder so, war dann 17, 18 mal Hellraiser sehr aufregend und bis heute für mich so das Interessanteste, weil das sehr anrüchig ist und hatte diesen Fetischcharakter noch da drin und dann dieses Hölle und so, das finde ich halt einfach sehr geil und das ist einfach, das ist gut inszeniert und das hat da nochmal so eine ganz besondere, das ist so extra knusprig irgendwie, auf jeden Fall, finde ich. Deswegen ist so für mich Pinhead so von diesen klassischen, also nicht Classic Monstern, ne, die wir natürlich auch aus der Kindheit kennen, Frankenstein als Monster, Dracula, Wolfman, Mumie und so weiter. Creature from the Black Lagoon nicht vergessen. Ja, der Gillman. Gillman, ganz besonders auch für mich. Aber jetzt, wenn wir sagen, Freddy Krueger, Jason und so weiter und so fort, ist Pinhead für mich da der König. Das ist der Priester, der Head Priest auf jeden Fall. Ja, fand ich auch mal geil, die Zenobiten. Da fand ich auch aber auch schade, dass sie nicht mal so eine richtig krass erotische Variante vorgebracht hätten. Hätte ich mir gerne angeschaut, wenn ich da sehe, was da so von Sideshow Collectibles teilweise an Figürchen rauskommt. Imaginärer Natur als andere Cenobiten. Aber ansonsten, ich war eigentlich immer Team Michael Myers ganz vorne weg, weil was gibt's Gruseligeres als eine William Shatner-Maske? Jetzt mal ehrlich. Aber es war halt ansonsten auch Freddy Krueger, die haben mich alle abgeholt, Leatherface, nennen sie alle. Wir sind dann... Chucky. Ja, genau. Leprechaun, also der Dings hier. Und dann, wir sind aber auch immer so ein bisschen mit dem Genre, sag ich mal, gewachsen. Es gab dann immer wieder, sag ich mal, Filme, die uns dann auch in neue Richtungen, sag ich mal, gelenkt haben. Sei es die French, New French Extremity. Vorher auch schon Peter Jackson, ne, mit Bad Taste, Brain Dead, Meet the Feebles. Genau, Splatter-Komödien. Ja, der Splatstick war geboren. Genau, hier die Welle der Remakes von japanischen Gruselfilmen. Bis halt zu wirklich großartigen, auch künstlerisch angehauchten oder umgesetzten Psychogrammen. Ja, der sogenannte Elevated Horror. Genau. Und da schließt sich der Kreis wieder, da wird es dann schon wieder arthausig. Ja, genau. Ne, wenn man sowas wie The Lighthouse nimmt oder Sensor oder solche Filme oder Men, jetzt auch von Alexander Garland, genau, und so. Ja. Oder Babadook, der für mich auch nochmal so ein, ja nicht Meilenstein war, aber was halt auch so ein einschlagendes Erlebnis war, weil er auch wieder gezeigt hat, so der Horror ist nicht tot. Der Horror, den kriegst du nie tot. Du musst halt einmal nur genau gucken, wo du was genau findest und deshalb gucken wir auch da natürlich immer gerne über den Tellerrand hinaus. Man kann uns von mir aus auf Horror reduzieren, da ist man aber weit gefehlt mit, wenn ich dann denke, was unsere ersten Videos waren, hier Tarantino. Und so gucken wir uns natürlich dann aber auch auf etlichen Festivals, auf denen wir jetzt auch schon in den letzten Dekaden immer wieder unterwegs sind, Fantasy Filmfest, auch wieder auf der ganzen Welt, um nach neuen Inspirationen, nach neuen coolen Horrorfilmen. Und da wird man halt fündig, man muss halt nur ein bisschen graben. Es gibt sehr viele schöne Filme, die kreativ auch sind, die alle aber natürlich eins gemeinsam haben. Es geht um diese Uremotion Angst. Und die kann man natürlich auf verschiedene Arten und Weisen beleuchten. Deswegen so, ja, gerade wenn man ins Alter kommt, eben das Psychogramm, das Drama ist dann wieder etwas interessanter, weil man das eher dann noch fühlen kann. Nachvollziehen auf jeden Fall. Genau. Nochmal gucken, was geht da so bei einem selbst ab, was geht im Kopf ab, so, ne? Ja, genau, wann wird der Wahnsinn bei uns sichtbar? Ja, früher ging es um Kopf ab und jetzt geht's, was geht im Kopf ab? Obwohl natürlich der Splatter, der Gore ist auch immer noch, wir mögen diese ganzen vielen Facetten, ne? Genau. Auch Amateur-Splatter oder Independent-Horror. Solange es gut ist und uns irgendwie greifen kann, mitnehmen kann, begeistern kann, da sind ist eigentlich das Genre oder das Subgenre im Horror egal. Genau. Solange die Filmemacher, egal jetzt, ob es Regisseur ist, Kameramann, Schauspieler, solange die mit Herz dabei sind, werden unsere immer wieder gewonnen. Genau, dann sind wir nämlich auch mit Herz dabei. Genau.
Und das ist die Bedeutung von Horror für uns. Also es geht weit über Fansein hinaus. Es gäbe halt nicht Filmfressen. Also genau. Wir würden uns nicht kennen. Wir würden über Filme nicht sprechen. Wir hatten ja auch vorher schon Blogs. Und dann habe ich angefangen, für Deadline zu schreiben. Mhm. Also es war immer die Nische, es war immer das Genre-Kino. Und der Horror gehört halt dazu. Und ja. Wenn das mal keine Horrorvorstellung ist. Im Horror sind wir zu Hause. Und wir sind die Filmfressen, Peter. Und Manu. Und bedanken uns sehr. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten. Ja, bin ich dabei. Tschüss.